Willkommen zu Dragon Age Origins. Ja, im letzten Part sind wir ja hier ins Anwesen von dem Earl von Denerim. Das ist ja im Moment Earl Howe. Sind wir hier reingekommen und jetzt müssen wir zusehen, dass wir ja zu dem Unterkunft, also die Gemächer von der Königin Ernera uns fortschleichen, beziehungsweise vortasten. So, dann wollen wir mal Die hier. Küche ist eine Schande. Wie konnten die Bediensteten des alten Aals hier je etwas kochen? Niemand hat je behauptet, dass die Kandels von irgendwas Ahnung haben. Bei der gütigen Andraste spricht nicht schlecht von den Toten. Auch wenn ich ihre Öfen nicht mal zur Müllverbrennung benutzen würde. Der Braten wird auf einer Seite angebrannt sein. Da ist nichts mehr zu machen. Wir schneiden ab, was gut ist, und verfüttern den Rest an die Hunde. Und warum hast du so eine männliche Stimme, obwohl du einen Frauenkörper hast? So, wir sprechen mit denen hier lieber nicht. Weil, ja, es könnte ja schwierig sein. Aber wir gucken mal hier rein. Baden, hol mir den Sellerie aus der Speisekammer. Beeilung, wir sind schon spät genug dran. Ja, Herrin. So, dann gucken wir mal, was die hier für tolle Vorräte haben. So, ein Tiefenpilz, okay. Ich habe gehört, wie er es dem Kämmerer gesagt hat. Still, Estan! Keine Gerüchte verbreiten. Was hat er gesagt? Der falsche Klatsch. Warum sagt mir eigentlich niemand, dass die Kaiserin von Orlais in meiner Küche arbeitet? Verzeihung, Herrin. Erzähl's mir nach dem Essen. Baden, hol mir den Sellerie aus der Speisekammer. So, okay, hier haben wir... Ja, Herrin. Ja. So. Der Hauptmann mag euch. Ich habe gehört, wie er es dem Kämmerer gesagt hat. Still, Estan. Keine Gerüchte verbreiten. Was hat er gesagt? Ja. Ihr habt also Zeit für Klatsch. Warum sagt mir eigentlich niemand, dass die Kaiserin so. Von dessen Bewohner alle getötet wurden. Verzeihung, Herrin. Hau sollte die Hütte abreißen und neu errichten. Dann müsste er alle seine Burgen abreißen. Tja, unsere Burg wird nicht abgerissen, verstanden? So, dann gucken wir mal hier, was verbirgt sich. Wie ihr meint. Hier? Ach, noch eine kleine Kammer. Nochmal ein Pilz. Muss ja alles hier sehr vergammelt sein, wenn hier Pilze wachsen. So, hier könnten wir mit keinem sprechen, okay. So, dann geht's mal weiter hier. Wir dürfen ja kein Aufsehen erregen. So, eine schöne Leiter, die wir leider nicht draufklettern können. Paul viel zu geizig. Vermutlich brät der Koch die Elfen, die hier eingebrochen sind. Das macht die Sache aber auch nicht besser. Boah. Wir haben wohl alle Kohldampf. Gehen in die Speisekammer. Speisesaal, meine ich. So, guten Tag. Darf ich mal gucken? So, Rüstungsständer. Ich will nur mal gucken, ob ich eine bessere Rüstung für mich finde. Die hier zwickt ein wenig. Lasst euch nicht stören. Ups, Entschuldigung. Ja gut, ich nehme mal hier den Bogen mit, ja? Ich muss damit ein wenig trainieren. So. Ja, mit dem könnten wir sprechen, aber tun wir lieber nicht. Wir dürfen uns ja nicht verraten. Ich weiß, dass du blöffst. Dann geh doch mit. Schön oder plaudern? Schön. Ich hasse es, wenn er das tut. Oh. Verbring du mal ein paar Nächte in einem Schloss voller Leichen. Beim Erbauer.
Und das Dorf. Wenn Blicke töten könnten, wären wir jetzt alle tot wie Sargnägel. Ja, ihr wäret alle, wenn ich noch da wäre, ja, ein wenig kürzer. So, dann, hey, hallo. So, oh, guck mal, Hundis. Herr Bauer, heute wird's wieder spät. Sind Worte kaum mehr als der Wölle. Dem Licht sind die Mysterien der Geschichte nichts als Blätter im Wind. Ich mag große Schlachten schlagen und mich der Barmherzigkeit rühmen. Ich mag mich selbst in Flammen übergeben. Doch ohne den Erbauer bin ich nichts. So, gibt's... Nee, hier gibt's nichts weiter. Nur die Hunde. Okay, dann gucken wir mal hier, wer sich hier... Ah, darf ich mich etwas bilden? Dankeschön. Ihr habt aber auch nirgendwo eine bessere Rüstung, oder? Ne, sagt nichts. Nun gut, dann halt nicht. So. Dann gucken Hoffentlich hat der Koch nicht wieder Hammel gemacht. Na, warum? So, darf ich mal gucken? Ich bin nach wie vor auf der Suche nach einer nicht so kneifenden Rüstung. So, hier. Ach, wann gibt's endlich was zu beißen? Ach, wann gibt's endlich was zu beißen? Ja, das hast du gerade schon gesagt. Oh, ihr habt nichts. Doch, da. Ja, die sind schon ein bisschen bequemer. Die kann ich dann immer als Hausschuhe anziehen. So. Türe verschlossen. Okay. Sehr schön. Sehr schön, ja. So, da haben wir noch eine Wache. Hallo. Na? Die ist auch verschlossen. Wir müssen hier vorsichtig sein. Das Leben meiner Herrin hängt davon ab. Gehen wir. Nach euch. So, also geht's da nach draußen. Ja, steht ja auch da. So, gut. Wir dürfen ja nach wie vor nicht auffallen. So. Ups. Der graue Wächter ist hier, Herrin. Dem Erbauer sei Dank. Ich würde euch ja angemessen begrüßen, aber wir hatten einen Rückschlag. Welche Art von Rückschlag? Es reichte meinem Gastgeber nicht, mich bewachen zu lassen. Er hat die Tür magisch versiegelt. Großartig. Und jetzt? Wir müssen sie hier rausschaffen. Keine Panik, Alina. Mit dem Magier, der den Zauber gewirkt hat. Er ist vermutlich bei Hau. Ich bezweifle, dass er die Tür für mich öffnet. Falls er noch nicht weiß, dass ihr hier seid, kann es jetzt nicht mehr lange dauern. Gut, ich wollte ohnehin mit Hau reden. Danke, Wächter. Ich werde für euch beten.
Taryn Howe ist vermutlich in seinen Gemächern. Am Ende der Halle, auf der linken Seite. Mhm. Quest aktualisiert. Rettet Königin Anora. Du hast die Königin gefunden, aber sie scheint durch Magie in ihrem Raum festgehalten zu werden. Da Hau ihre Bereiche noch vollkommen ungehindert kommen und gehen kann, muss er Antworten für dich haben. Finde Hau und bring ihn dazu, die Königin freizulassen. Ob der das wohl tun wird, ich bezweifle das. So, Taryn Howe ist vermutlich in seinen Gemächern. Letzte Tür links. Ja. Hast du sonst noch was Taryn zu sagen? Taryn Howe ist vermutlich in seinen Gemächern. Letzte Tür links. So, sie scheint jetzt hier zu bleiben. Na gut. Dupdidu. Gucken wir erstmal hier nach. Solange wir noch unenttarnt sind, tun wir weiterhin so. Tupdi, noch mal mehr Codex-Eintragungen. Yay. So. Sonst noch was? Nö. Nix weiter. Aha. Dann gehen wir jetzt mal. Karte. Hier. Geht's. Metalltür, rettet die Königin. Kerker, okay. Das heißt, wenn wir in die Richtung gehen. Ja, da ist nur dieser eine Raum. So, was haben wir denn hier? Och, ein Raum voller nichts. Und sie muss sich die Wand angucken. Was hat sie denn verbrochen, dass sie sich die Wand angucken muss? Naja, gut. Werden wir wohl nicht rausfinden. Hallo. Na? So, da ist ja die Königin. So, hallo. Ist hier... Nein, hier ist niemand. Okay. Dann können wir weitergehen. So. Hallo. Die Haushälterin wird uns hören. Alle sind beim Essen. Keine Sorge. Wenn das so ist, kommt her. Lasst euch nicht stören. Ich speichere lieber mal. Sicher ist sicher. So. Ist denn hier? Nee, in diesem Raum ist nichts. Gut, ich möchte gar nicht wissen, was die da gerade treiben. So, von hier müssten wir, glaube ich, links. Genau. Dadurch und dann darüber. Dann können wir aber jetzt hier mal rechts gucken, was wir hier haben. Entriegelt. Ey, wui, eine kleine Mini-Schatzkammer. Yippie-yay, dann plündern wir doch mal. Blitz, was soll ich mit dem Blitz? Schätze. 8 Gold, Rubin, starker Wundumschlag. Sehr schön. Das war doch gut. Und hier haben wir 7 Gold, Natursalbe und starker Wundumschlag. Hey. Dann haben wir hier nochmal 3 Gold, Smaragd. Mittlerer Goldbarren, das ist ein Geschenk für Zephyrin. Und nochmal einen starken Wundumschlag. Yay. Und was haben wir in der Truhe? Eine Rune und ein Hausschild. Okay, naja, gut. Aber so einiges an Gold gefunden. Yay! Ja. So, dann wollen wir mal hier
in die Gemächer des Earls Howe reinplatzen. Aber hier ist keiner. Oh, ein Buch. Und Dokumententruhe. Yay. So, dann haben wir hier ein Buch. Codex Antiva. Mhm. Ja, und wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss.